Setter sind Nachfahren von mittelalterlichen langhaarigen Vogelhunden. Hierbei gibt es den English Setter, den Gordon Setter, den Irish Red Setter und den Irish Red and White Setter. In diesem Video gehen wir aber vor allem auf den Irish Red Setter ein. Hi, ich bin Samira und möchte, dass ihr möglichst gut auf ein Leben mit Hund vorbereitet seid oder, wenn ihr schon mittendrin steckt, ein paar Tipps und Tricks rund um den Hund an die Hand bekommt. Und die Wahl des Hundes ist eine sehr, sehr wichtige, weswegen ich kleine Porträts von verschiedenen Rassen mache. Setter sind selbstständig arbeitende Hunde mit großer Ausdauer. Sie sind klug, lernen schnell, aber brauchen einen liebevoll konsequenten Menschen, der schon etwas Erfahrung mit Hunden mitbringt. Sie sollten entweder jagdlich geführt werden oder Ersatzarbeiten zur Auslastung ermöglicht bekommen. Zum Beispiel eine Ausbildung zum Rettungshund in der Trümmer- und Flächensuche. Unausgelastet sind sie nämlich etwas schwierig zu halten. Der Irish Setter ist der populärste Vertreter der Setter-Gruppe und ist wie seine Verwandten von Haus aus ein passionierter Vorstehhund. Er steht dem Wild allerdings nicht nur vor, sondern sitzt auch vor. Daher der Name Setter. Die Rasse entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Irland. Ausgangsrassen waren angeblich andere heimische Setter aus Frankreich, importierte Epagneuls, Spaniel und der englische Pointer. Ob ich das Wort übrigens so richtig ausgesprochen habe, Epagneuls, ich bin mir nicht ganz sicher, es tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Von Sir Edward Leverick wesentlich geprägt, ist der Setter ein Spezialist für die schnelle Suche im Feld. Der Irish Red Setter wird übrigens auch als der schönste Hund unter den Settern gehandelt und Liebhaber schätzen ihn wegen seiner Eleganz. Spricht euch das Aussehen des Setters an oder ist das lange Seidenfell eher nichts für euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Setter sind freundlich, aber auch wachsam und brauchen Familienanschluss. Im Haus ist ein ausgelasteter Setter liebenswert, sanft und ruhig. Draußen entfaltet er aber dann sein ganzes Temperament und ist kein Hund für bequeme Menschen. Er ist einfach voller Energie, Tatendrang und Ausdauer, aber auch anhänglich und fügsam. Die Erziehung ist trotzdem kein Kinderspiel und ein Irish Red Setter sollte nicht wegen Liebe auf den ersten Blick geholt werden. Er braucht Platz und die Möglichkeit, sich rassetypisch auslassen zu können. Auch die Fellpflege ist etwas aufwendig. Er ist aber durchaus als Familienhund geeignet, wenn man eben bereit ist, mit ihm Hundesport oder Nasenarbeit zu betreiben. Er ist etwas anfällig für Hüftgelenksdysplasie, Epilepsie, Magendrehung und Entropio. Das meint das Einrollen eines Augenlids. Eine ehemalige Schulfreundin von mir hatte tatsächlich einen Irish Red Setter und diese Hündin war echt super. Ganz lieb, konnte problemlos freilaufen und hat wirklich extrem gut gehört. Ich bin aber dann doch eher so ein bisschen der Typ für die Lockenhunde oder auch nur ein bisschen längeres Fell und vor allem für mittelgroße Hütehunde. Welcher Hundetyp spricht denn eigentlich euch an? Und außerdem, gebt dem Video jetzt gerne mal ein Like, wenn es euch gefallen hat und natürlich auch, um den Algorithmus etwas zu triggern. Eine weitere Rassebeschreibung eines Vorstehhundes findet ihr hier, da geht es um den English Pointer. Und dann haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und im nächsten Video besprechen wir den Wischler aus Ungarn.